Große Taschen, kleine Taschen, bunte Taschen. Die praktischen Tragehilfen erleichtern das Leben ungemein, besonders beim Einkaufen. Weit verbreitet sind hier die klassischen Tüten aus Plastik, denen gerne nachgesagt wird, sie würden die Umwelt belasten. Doch das ist so nicht ganz richtig, denn Plastik ist nicht gleich Plastik. Es gibt auch umweltschonende Kunststofflösungen. Die Nachfrage der Kunden nach grünen Verpackungsalternativen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Um die Umwelt zu schonen, hat Papiermettler zukunftsweisende Herstellungsverfahren entwickelt. Seit Jahrzehnten bereits werden hier in Moorbach Plastikabfälle aus Verpackungsfolie recycelt, um daraus Tragetaschen herzustellen. Der führende Serviceverpackungshersteller in Europa setzt auf nachhaltige Verpackungslösungen. Sein Favorit? Die EcoLoop-Tragetasche. Denn sie wird besonders ressourcensparend hergestellt. Im Vergleich zu anderen Tragetaschen ist die CO2-Bilanz einer EcoLoop-Tragetasche sehr positiv. Zu erkennen ist sie an diesem Symbol, dem blauen Engel, das Gütesiegel für besonders umweltschonende Produkte. In den modernen Produktionsanlagen des Familienunternehmens werden Plastiktüten für führende internationale Unternehmen gefertigt. Papiermettler recycelt sowohl die eigenen Abfälle aus der Produktion von Tragetaschen, Beuteln und Folien sowie Verpackungsfolien seiner Kunden. Besonders innovativ ist, dass auch schmutzige Folien angenommen und wiederverwertet werden. Ein durch und durch organisiertes Kreislaufsystem, das der Umwelt zugutekommt. Plastikabfälle, die in den belieferten Warenhäusern und Supermärkten entstehen, werden regelmäßig von Papiermettler abgeholt und an das Recyclingwerk gefahren. Es ist das modernste seiner Art und erst Anfang 2012 in Betrieb gegangen. Hier werden die zu Ballen verpackten Abfälle zur weiteren Aufbereitung eingelagert. Der eigentliche Recyclingprozess startet jetzt. Der Plastikabfall wird in dieser Maschine zerkleinert und mittels eines Förderbandes in die Waschstraße geführt. Hier werden die Kunststoffschnipsel gewaschen und somit vom Schmutz befreit. Und was passiert mit dem Abwasser? Natürlich wird es nicht einfach in die Kanalisation gepumpt. Das Werk verfügt über eine eigene Wasseraufbereitungsanlage. So wird selbst das Wasser recycelt und zum Waschen der Altfolien wiederverwendet. Hohe Temperaturen schmelzen in Hochleistungsöfen den gereinigten Abfall ein und pressen ihn durch ein feines Sieb. Aus den groben Plastikschnipseln entsteht Granulat. In kaltem Wasser gekühlt und anschließend getrocknet, werden die kleinen Körner in Silos zwischengelagert. Das hochwertige Rohmaterial wird nach intensiver Qualitätskontrolle zur Weiterverarbeitung freigegeben. Aus dem Granulat entstehen jetzt Verpackungsfolien und Tragetaschen. In dieser Maschine werden die Körner eingeschmolzen und nach oben geblasen. Über mehrere Ebenen hinweg, damit der heiße Kunststoff abkühlen kann. Oben angekommen, wird der Folienschlauch flachgelegt und unten aufgewickelt. In der letzten Herstellungsphase wird die Plastikfolie konfektioniert. Das bedeutet, mit Wunschmotiv bedruckt, auf die gewünschte Größe geschnitten und geformt. Fertig ist die umweltfreundliche EcoLoop-Tragetasche aus recyceltem Plastik. Nicht umsonst ist die EcoLoop-Tragetasche der Favorit von Papiermettler. Eine Studie des Heidelberger Instituts für Entsorgung und Umwelttechnik belegt, dass Recycling-Tragetaschen gegenüber solchen aus Neuware bis zu 40% CO2 einsparen. Ein weiterer Vorteil? Der Verbrauch fossiler Rohstoffe wird erheblich reduziert, um ganze 80%.
Da sie dadurch besonders umweltschonend sind, tragen diese Tragetaschen den blauen Engel. Plastik ist eben nicht gleich Plastik.